Wie ihr natürlich alle schon wisst, dürfen aufgrund des Handelsstreits US-Unternehmen nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten. Theoretisch können Google Mobile Services auf den neuen Huawei-Geräten auch nicht mehr laufen. Es gibt aber nach wie vor, wie soll man sagen, so immer so eine graue Zone, so heißen, dass man auf Huaweis Geräten GMS durch inoffizielle Quelle immer noch nachinstallieren konnte. Zumindest war das der Stand bis Ende Februar. Aber seit letzter Woche schließlich hat Google endlich Maßnahmen ergriffen, um die Installation von GMS auf nicht lizenzierten Geräten zu unterbinden. Google überprüft nun mit Hilfe von Google Play Protect, ob das Gerät von Google lizenziert ist. Wenn nicht, dann taucht ständig so eine Warnung auf. Und das ist echt scheiße. Alleine der Piepton treibt mich schon in den Wahnsinn. Aber halt, jetzt kommt die Lösung. Als erstes geh auf Einstellungen, Apps, Google Play Dienste und Google Play Store installieren. Double-check, dass alle Spuren von Google von deinem Gerät verschwunden sind. Um GMS zu installieren, brauchen wir nun eine App, die Travel Essentials heißt. Interessanter kreativer Name übrigens. Klick auf Jetzt reparieren, aktivieren. In wenigen Minuten ist GMS dann installiert. Melde dich noch nicht an, geh zum Multitasking, schließ alle Fenster und geh zu Play Store. Alle Google Play Auto Update und Google Play Protect deaktivieren. Danach kann man sich dann mit dem Google-Account im Play Store wie gewohnt anmelden. Diese Methode funktioniert auf den meisten Geräten. Leider auf Mate 30 Pro ist die Installation von GMS immer noch etwas problematisch. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt. Falls ich neue Methode finde, dann melde ich mich mit einem neuen Video. Deswegen bitte subscribe diesen Kanal, falls ihr nichts verpassen wolltet. Übrigens, Geräte, auf denen früher bereits GMS installiert wurden, sind nicht von der neuen Play Protect Zertifizierung betroffen. Aber falls ihr zum Beispiel euer Gerät komplett auf den Werkzustand zurücksetzt, könnte es passieren, dass die Warnung von Google wieder auftaucht. Wenn das passiert, dann bitte macht das alles nochmal durch. Wie sieht die Zukunft zwischen Huawei und Google aus? Wird Huawei seine eigene Huawei Mobile Services weiterentwickeln? Und wäre es das möglich, dass Google die Sicherheitslücke bald schließt? Ich bleibe dran, neue Tricks für euch zu entdecken. Deswegen subscribe diesen Kanal, damit ihr auch nichts verpasst. Schreibt bitte in die Kommentare und berichtet mir, ob das alles richtig funktioniert. Und das war's von mir heute. Bis zum nächsten Video. Ciao.